Und wir bleiben in gewisser Weise beim Thema, denn in München findet ja ab morgen auf der Theresienwiese traditionell das Frühlingsfest statt, der kleine Bruder des Oktoberfestes. Und zum ersten Mal dürfte es dann neben Bier noch ein anderes legales Rauschmittel geben. Ja. Cannabis. Aber auch nur theoretisch, denn die bayerische Landesregierung hat beschlossen, Kiffen auf Volksfesten und auch in Biergärten soll verboten werden. Das Gesetz, das ist allerdings natürlich noch nicht in Kraft, aber die Organisatoren, die wollen auch nicht warten und preschen schon mal vor. Die Mass ist erlaubt, der Joint nicht. Das Frühlingsfest in München steht in diesem Jahr unter neuen Vorzeichen, denn das bayerische Kabinett hat in dieser Woche ein Kiffverbot beschlossen. Und so sieht es aus. Künftig wird der Konsum von Cannabis in Bayern auf Volksfesten, in Biergärten und sogar Raucherräumen verboten. Das Verbot soll auch auf dem Oktoberfest, im Englischen Garten und im Hofgarten Bayreuth gelten. Das bayerische Kiffverbot ist zwar noch nicht in Kraft, doch die Organisatoren des Frühlingsfestes wollen nicht so lange warten und haben das Kiffen bereits für das diesjährige Fest verboten. Wir sind eine Familienveranstaltung und natürlich der Treffpunkt für die Jugend. Und deshalb haben wir uns einfach dazu entschieden, dass wir das Hausrecht umsetzen und den Konsum hier eben untersagen. Der Chef des Oktoberfestes, CSU-Stadtrat Clemens Baumgärtner, findet das vorgezogene Kiffverbot eine gute Idee. Dass auf einem Frühlingsfest, auf einer Wiesn, beides Familienfeste, Volksfeste, auch Kinder und Jugendliche rumlaufen, die in einer ähnlichen Situation wie in der Fußgängerzone betroffen sind, das, glaube ich, kann jeder nachvollziehen. Und dass man Gleiches gleich behandelt, kann auch jeder nachvollziehen. Noch sind hier die Bänke leer. Am Freitag startet das Frühlingsfest auf der Theresienwiese und mit ihm der Testlauf für das bayerische Kiffverbot. Noch mehr News, die gibt's bei unserem Nachrichtensender Welt. Einfach den Sendersuchlauf bei eurem Fernseher starten. Die Anleitung dazu, die findet ihr hier. Und wenn ihr spannende Dokus sehen wollt, packende Reportagen, dann müsst ihr einmal hier klicken.